Anspannung führt zu Punkt, 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 Punkt. Hallo vom Zentrum für Yoga, Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin, Markus Ritz. Anspannung hat zum Beispiel in der chinesischen Medizin mit der Leber zu tun. Anspannung kommt, wenn die Energie nicht mehr frei fließt, wie im Straßenverkehr, wenn der Verkehr ist. Normalverkehr, was auch immer normal heißt, dann ist man gechillt. Und je mehr Verkehr plötzlich da ist, je mehr Autos, je länger man warten muss an den Ampeln, desto genervter wird man, desto gestresster wird man. Je mehr Baustellen sind, je mehr Widerstände, Hindernisse, dann merkt man beim Autofahren, wie die Spannung steigt. Das ist aber nur eine Folge aus dem ganzen Lebensprozess. Wenn man nicht schnell genug vorwärts kommt, zum Beispiel, steigt die Spannung. Und das Leben wird dann nicht spannend, sondern unangenehm. Spannend wird das Leben nur, wenn man entspannt und das Leben leben lässt. Spannung im Körper, die Leber bewegt die Energie nicht mehr geschmeidig und es kommt zu muskulären Spannungen, gerade hier oben. Oder im Oberbauch. Und wenn das über Monate, Jahre, Jahrzehnte so geht, hat man dann irgendwann Muskelverkürzungen. Oder so kleine Knötchen im Muskel, so Myogelosen nennt man die, Verhärtungen. Und dann geht man zum Masseur, mach mal in 6 Massagen weg, kann man vergessen. Privatpatient kriegt 10 oder mehr, bringt aber auch nichts, weil die Spannung im Inneren nicht weg ist. Denn wir haben auch Spannung im Energiesystem. Und jeder weiß, im Stromkreis, wenn die Spannung zu hoch ist für das Gerät, dann geht das Gerät kaputt. Und wenn die Spannung im Leben zu groß wird, geht etwas kaputt. Der Körper geht kaputt, weil er Spannungskopfschmerz hat. Das ist kein Leben mehr für viele, sondern nur noch ein Durchkommen. Muskelverspannungen, man hat immer Beschwerden, man kann Gelenke nicht mehr bewegen, dann kommt Arthrose, zu viel Spannung. Aber man will ja auch gar nicht. Die Gesellschaft will gar nicht, die die Gesellschaft führen, wollen gar nicht, dass die Spannung rausgeht. Denn wie gesagt, wenn jemand unter Spannung steht, kann er sich nicht richtig entfalten. Das ist ja auch nicht gewollt. Zu viel Spannung. Zu viel Spannung im Körper führt zu Reizmagen. Reizblase, Reizdarm, Reizherz, nein, nennt man Herzneurose oder Cor nervosa früher. Zu viel Spannung im Organ, weil man soll es nicht glauben, Organe auch Muskeln haben, die anspannen können. Und dann geht man zum Onkel Doktor oder zur Tante, Doktorin und lässt untersuchen und die finden nichts. Wenn man nichts findet, tut man nichts machen. Man hat ja nichts. Nehmen Sie mal das Medikament und so dümpelt der Patient, die Patientin vor sich hin und merkt gar nicht, dass es Möglichkeiten gibt, etwas zu verändern. Und je mehr man sich verändert, je mehr Spannung man aus dem Leben nimmt, je mehr Druck man aus dem Leben nimmt, desto mehr sinkt natürlich der Blutdruck. Desto mehr geht die Last des Lebens weg. Desto mehr kann man sich aufrichten. Allerdings, eine Warnung, positive Warnung, je mehr man sich aufrichtet, desto mehr sind andere Menschen, ja, angepisst, weil man plötzlich eine eigene Meinung hat. Weil die Anspannung plötzlich weg ist, was ist, wenn ich das sage? Was ist, wenn ich dem Chef sage, hey, ich bleibe immer zu lange, zu oft? Was ist,
Nun, das findet man erst raus, wenn man es macht. Und dazu braucht es Mut, diese Spannung abzubauen. Das weiß jeder Sportler. Wenn er zu viel Spannung hat, dann wird es nichts. Jeder Boxer weiß, wenn ich zu verkrampft bin, kann ich überhaupt nicht schlagen, weil alles ist so steif. Oder wie ein Zehnkämpfer mal, ein deutscher Zehnkämpfer, der hat so viel Spannung gehabt, der hat drei Fehlstarts hingelegt beim ersten Wettkampf 100 Meter und dann war er schon ausgeschieden, weil so viel Spannung drin war oder Angst. Ja, und so ist das Leben für viele Menschen einfach nur ein einziger Spannungszustand. Und wir kennen eben die modernen Krankheiten wie Herzinfarkt, Angina pectoris, den Spannungskopfschmerz, das Reizherz, die Reizblase, der Reizdarm, der Reizmagen, die ganzen Gelenkschmerzen, weil alles verkürzt ist, der hohe Blutdruck. Zu viel Druck, zu viel Spannung. Und für welchen Preis lebt man auf diese Art und Weise immer weiter? Genau, der Preis der Gesundheit, der Preis des Wohlbefindens. Im Sanskrit nennt man das Swastyam. Swastyam heißt so viel wie in sich selbst ruhen, in seiner Mitte ruhen, in sich selbst gegründet sein. Und wenn man immer nur nach außen blickt und nach außen schießt, geht es gar nicht. Und somit auch keine Gesundheit. Zu viel Spannung. Nun, ich sage mal wieder, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Gerne schaut euch viele Videos an, teilt die Videos, wenn sie euch gefallen oder ihr andere Menschen kennt, die davon profitieren können. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.